Servus und willkommen zu, ja, Drake is back. Das ist dieses sozusagen momentan mein Motto. Die, wo sich wundern, der hatte schon bei Minecraft gesagt, er ist zurück. Ja, jetzt bin ich auch bei Factorio zurück. Und wir starten ein neues kleines Pack in Drake-Style. Werdet gleich sehen, um was das es geht. Und ja, was habe ich vor? Also ich habe vor, momentan Dienstag und Donnerstags immer eine Folge Factorio rauszuhauen. Momentan sehe ich noch nicht mehr. Also das heißt für alle Montag, Mittwoch und Freitag kommt Minecraft und Dienstag und Donnerstag kommt Factorio. Momentan lasse ich das Wochenende noch offen. Vielleicht kommt da mal irgendwann was, aber momentan lasse ich es mal offen. Ich will ungefähr zwischen 30 und 40 Minuten Videos machen unter meinem GT-Video, den ersten. Ist auch eine Umfrage mit drin, da könnt ihr euch gerne beteiligen. Denn da frage ich euch, wie lang dass ihr die Länge des Videos haben wollt. Naja, also einfach mal bei der GT-Folge vorbeigucken. Und dann seht ihr dann im i-Punkt, wenn die Umfrage aufploppt und dann kräftig mitmachen. Ja. So, genau. So, ihr kennt Drake-Style. Ich zeige euch mal die Vorschau-Map und dann wisst ihr eigentlich sofort, um was das geht. Richtig. Wir spielen C-Block. Und zwar in der Version 1. Also im Factorio ist er auf der 1.0. Also spielen wir auch die C-Block-Variante von der 1.0. Und wir drücken Spielen und es geht los. Ich habe zwei Zusatzmods momentan noch mit drin für mich. Weil ihr wisst selber, ich bin noch nicht der vollgroße Pro. Ich überlege da noch sehr lange. Ja, meistens Zeit und Minecraft, die wo mich da etwas, ja, leider vom Spielen ein wenig abbringen. Kennt man ja. Also dann habe ich mir ein paar kleine Mods noch hinzugeholt. Und zwar zwei Stück. Und zwar den Helm-Mod. Das sieht man über diesen kleinen Taschenrechner hier oben. Und den Factory Planner. Das ist der daneben. Dass ich mir mal ein bisschen was ausrechnen kann. So. Dann habe ich mal diesen Stein abgebaut. Das heißt, C-Block schenkt uns ein bisschen was. Wobei schenken eigentlich witzig ist. So, ich möchte gleich meinen Sand hier ablegen. Die Stone Pipes kommen hier hin. Das kommt hier hin. Das ist auch was, was man noch ab und zu braucht. Den Ofen erstmal hier hin. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, ich bin ja normalerweise jemand, der sagt, bitte nicht nur, wenn ich frage, aber dieses Mal gleich von Anfang an. Wenn ihr seht, ey, das geht in die falsche Richtung oder ihr habt einen Tipp, wie es besser geht. Absolut kein Problem. Einfach Kommentare benutzen, reinschreiben. Ich freue mich drauf. Weil so lerne ich auch was und wir können das Gelernte sozusagen dann gemeinschaftlich umsetzen. Genau, das ist noch wichtig. So, was haben wir denn alles? Wir haben das, wir haben das. Dann haben wir noch die Lampen, die kommen hier hin. Ich habe noch die Stromtrassen, die kommen hier hin. Soweit müsste es jetzt erstmal gewesen sein. So, dann hätte ich gesagt, wir drücken mal die Plus-Taste. Wir drücken die R-Taste. Ich mag das da lieber als das andere. Also machen wir uns auch mal die Insel ein bisschen größer. Und dadurch, dass wir da oben eine schöne kleine Nachbarinsel haben, werde ich als allererstes mal da mich hin entwickeln. Ich werde natürlich auch, wenn ihr konstruktiv Kommentare schreibt, ich werde mir die dann auch raussuchen. Vielleicht sogar mal irgendwann einblenden. Das muss ich noch alles gucken und testen. Aber auf jeden Fall raussuchen. Wundert euch nicht, wenn es ein paar Folgen gibt, wo ich dann nicht auf den Kommentar antworte, weil ich muss auch ein bisschen auf Halde produzieren, weil wir möchten ja auch Content oder ihr möchtet dann auch Content ja haben. Und nicht, ja, dann, weil ich mal wieder nicht in der Lage bin,
sozusagen zeitlich abgestimmt auf die Folge was aufzunehmen. Das wäre natürlich dumm und darum mache ich das nicht. Also ich versuche immer ein bisschen so wöchentlich, vielleicht mal zweiwöchentlich voraus aufzunehmen. Aber ich will wirklich zeitnah auch auf die Kommentare eingehen. Und wenn das ein interessanter Kommentar ist, dann werde ich den auch gleich sozusagen beantworten. Also wenn es irgendwelche Fragen sind oder so. So, dann gehen wir mal runter. Vielleicht werden schon die ersten schreien, um Gottes Willen, du kannst doch nicht gleich am Anfang alles verbrauchen. Doch. Kann ich. Ob es Sinn macht, weiß ich nicht. Aber können durch. So, dann gehen wir natürlich hin. Ich möchte natürlich, dass das alles gleich ausschaut. Wie gesagt, mit R kann man das umstellen, habe ich auch erst lernen müssen. Wenn es blau ist, ist es gleich. Und ich glaube, wenn es grün ist, kann man, ist es ein anderer Block. Müssten wir jetzt zum Beispiel hier hinten sehen, ne? Genau. Das war das andere. So, jetzt muss ich gleich mal ein bisschen schauen. Ich habe hier unten eine Insel, ich habe hier eine Insel, ich habe hier eine Insel. Und ich habe hier eine. Das heißt eigentlich, ich werde versuchen, nach unten zu gehen. Dann heißt es jetzt, ich baue erstmal meine Stromstangen auf. So, da kann ich momentan noch keinen mehr hinbauen, aber den kann ich mir leisten. So, jetzt mache ich dich gleich mal kleiner. Dann kann ich dich aufbauen. Dass ich ungefähr weiß, wie ich das Zeug aufstellen muss. Wie das zum Beispiel dann auch für euch ist, wenn ihr sagt, ja, das ist nachts zu dunkel, mach mehr Licht und so. Einfach, wie gesagt, in die Kommentare rein. Dann werde ich mich da auch dran halten. Sozusagen. Wir kommunizieren miteinander, also heißt dann auch Community. Ha. Komisch, ne? Gut. Dann haben wir schon mal die ganzen Pfosten aufgestellt. Schon mal einigermaßen wichtig. Und ich versuche dann auch immer das Land sozusagen so zu erweitern, dass ich auch gleich den nächsten Pfosten dann hinstellen kann. Gut, gut, gut. Dann heißt es, wir brauchen Strom. Ja, ich weiß, ich kann jetzt die Pfosten ein bisschen anders aufstellen. Da könnte ich mehr davon machen. Aber ich möchte sowieso dann so schnell wie möglich auf anderen Strom ausweichen, vor allem wenn wir groß genug sind, weil die viel zu wenig Strom abwerfen. Also momentan habe ich noch Steam im Kopf, dass ich da eigentlich hin will. Wenn ihr natürlich sagt, nee, mach erst was anderes. Wie gesagt, kann ich nur heute oft genug sagen, schreibt es in die Kommentare, gibt es mir Input. Dann freue ich mich auch drauf. So. Ich kenne die meisten Mods. Also es ist halt der Haupt, die, glaube ich, die drei Hauptmods. Also zwei davon kenne ich, ist Bob und Angel. Ich habe es auch schon mal sozusagen für mich ein bisschen gedaddelt. Aber ja. Faszinierend. Irgendwo habe ich jetzt hier
Nicht Mut zur Lücke, sondern Fehler im System. Genau, hier ist der Fehler. Genau, also wie gesagt, Angel und Mob kenne ich schon, aber wie gesagt, nicht in der Zusammenstellung, so wie es hier drin ist. Und ich glaube noch, Science ist mit drin. Also dieses ganz am Schluss, genau, der Space Extension Mod. Aber so weit war ich noch nie, bin ich ganz ehrlich. Das wäre dann für mich komplettes Neuland. So, ich werde sowieso die Insel 3722 mal umbauen. Weil wir spielen ja auch Factorio. So, und als allererstes brauchen wir natürlich als Maßnahme Sand. Ich habe noch 10, das ist zu wenig. Und wir brauchen natürlich auch Eisen und vor allem Kupfer am Anfang. So, das heißt jetzt für mich, ich brauche auf jeden Fall eine Gewässerpumpe. Und ich brauche einen Electrolyzer. Eigentlich zwei. Dann brauche ich beide Flare-Stacks. Ich brauche, glaube ich, den Liquifier brauche ich auch. Und den Crystallizer brauche ich auch. Genau, dann haben wir eigentlich jetzt alles durch, was man braucht. Und davon baue ich dann auch gleich mal schon den zweiten. So, was wollen wir mit dem Zeug anfangen? Also als erstes drehe ich mal das Zeug so rum. Und schieb's sozusagen auf die Höhe. Genau, ich habe noch zwei weitere Mods, aber bitte nicht schlagen, mir fallen sie gerade nicht ein. Sozusagen, ich kann mit dem halt, können wir nachgucken. Können wir nachgucken. Mod-Einstellungen, genau. Nee, nicht Mod-Einstellungen. Benutz ein. Um Gottes Willen. Bedienung, da wollte ich hin. Bedienung. Und zwar, ich habe einmal den Mod drin, dass die Rohre nicht so ganz so groß sind, dass man auch vorbeilaufen kann. Ich mag den. Ich weiß, es ist zwar auch nochmal eine Herausforderung, dass man das auch noch mit plant. Und als zweiten Mod habe ich noch drin. Ja, sehr schön, dass ich ihn gerade finde. Fluid Permutations. Genau. Den habe ich noch drin und ich glaube, den Verteiler habe ich auch drin. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich den drin habe. Also sozusagen, ich kann, wenn ich dann entlang gehe und ich habe 50 Stück, dann verteilt er das, glaube ich, gleichmäßig auf alle. So, dann hätte ich gesagt, die Gewässerpumpen brauchen wir am Anfang sowieso auch mehr. Dann schmeiße ich den jetzt als allererstes mal hier hin. Genau, super. Aber das war auch wirklich super, weil das soll nämlich auch so hin, dass ich noch die Rohre verlegen kann. So, das heißt, hier kommt jetzt Wasser rein. Dann machen wir Dirt, Water, Electrolyze, Hydrogen, Oxygen. Und jetzt tut das sozusagen aus Wasser. Ja, Slag, Oxygen und Hydrogengas herstellen. Dann am Anfang brauche ich auf jeden Fall die Flastex. Die stelle ich schon mal ein. So, und jetzt sieht man hier, ne? Ich habe jetzt hier den Ausgang weiß und schwarz. Und rot. Alter, schwarz. Genau. Und hier habe ich weiß und rot. Klar. So, jetzt drücke ich mal die falschen Tasten. Das geht ja schon wieder gut los. Hat sich jetzt da was geändert? Bin ich. Ja, ich hätte mir vielleicht auch die Tasten durchlesen sollen. Ach so, Steuerung umschalten. Alles klar. Das war die richtige Taste, nur eine zu wenig. So, mit Steuerung, Shift und R. Kann ich jetzt sozusagen den Ausgang und mit Steuerung, Shift und I den Eingang
wechseln. So, jetzt sieht man hier, ne, weiß ist hier, rot ist hier, rot ist hier. Mach mal Steuerung Shift. Jetzt ist es wieder gedreht. Ist ein bisschen einfacher, sozusagen damit rumzuhandeln. So, dann heißt es jetzt, ihr zwei kommt dahin. So, für mich heißt es jetzt, du bist rot. Wir drücken mal die Alt-Taste, dass man auch sieht, wo was drin ist. Und hier kommt weiß hin. So, dann haben wir das auch gleich richtig. Und dich schließe ich hier an erstmal. Und jetzt können beide erstmal einigermaßen vernünftig laufen. Sozusagen die zwei Gase werden am Schluss verbrannt. Die Monster werden sich freuen. Diese lustigen roten Punkte da. Genau. So, dann hätte ich gesagt, als nächstes brauche ich auf jeden Fall einen Crusher. So, dieser Crusher arbeitet natürlich nicht mit Luft und Liebe, sondern der möchte sozusagen Holz haben. Aber da wir auf diesem kleinen Block kein Holz hatten, kann ich natürlich nur das verwenden, was wir haben. Und uns gibt das Spiel vor, dass man sozusagen aus Liebe und Luft Zellulose herstellen kann. Muss man jetzt halt einfach akzeptieren, aber ich werde das auch nur so lange machen, für mich selber, solange ich das Zeug nicht herstellen kann. Weil aus Luft macht man kein Holz. Auch der da nicht. Ja, man könnte jetzt hingehen und sagen, ja, aus Wasser machst du aber auch kein Slack. Ja, wobei, doch, macht man. Also es fällt immer normalerweise ein bisschen was an, aber nicht so viel wie hier. Das ist halt dem Umstand zu schulden, dass es sozusagen eine Sky-Map ist von Minecraft in Factorio. Ist halt einfach so. So, dann heißt es jetzt für mich, wir holen mal unseren Slack ab und schmeißen hier durch. Dann freuen wir uns drauf, denn uns wird der erste Crushed Stone hergestellt. So, dann schauen wir unseren Forschungsbaum. Unser Forschungsbaum sagt, wir brauchen jetzt 5 Crushed Styratite. Ich hoffe, das spricht man so aus. Wenn nicht. Ja. Ist halt so. Gut. Das heißt, wir werden jetzt diese Sachen sozusagen aufteilen in zwei Arten. Die eine Hälfte geht, also die, was ich jetzt produziere, wird jetzt gleich komplett verwendet, um diese Steine herzustellen. Die nächste Runde geht dann in, sozusagen in den Landbau, weil wir möchten ja die Insel immer weiter erweitern, weil wir möchten ja irgendwann mal Automation haben. Weil sonst laufe ich hier nur noch als Drohne rum. Das macht nur dann teilweise bedingt Spaß. Hm. So, dann hätte ich gesagt, ja, jetzt kann ich mir wieder nicht merken, aber ich glaube, der Crystallizer ist das zweite, was ich brauche. Der Liquifier ist das erste. Das heißt, ich baue mir den Liquifier dahin. Am besten auch so rumdrehen, dass es heißt, ne? Ja. Genau, jetzt brauche ich Wasser und Crushed Stone. Wasser haben wir hier. Weiß ich jetzt gerade, welche Reichweiten oder sonst was wundert. Falls das mal bei euch nicht so war, ich habe da nichts umgestellt, das ist Standard. Wie gesagt, ich habe nur wirklich ein paar kleine Mods hinzugefügt, die nur wirklich mir das Leben ein bisschen erleichtern mit... Ich kann hier durchlaufen. So, ist auch was da, man merkt's, ne? Aber es ist halt nicht so groß, weil... Entschuldigung. Aber wenn ich dann 2 Meter Rohr hinmache, dass ich dann nicht mehr drüber steigen kann, ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du der beste Baumhansel der Welt. Aber das schaut mir so aus, als wenn es so Meter-Dinger, da kann man drüber steigen.
für die Realismusfreunde. Und an Gebäuden kann man sich vorbeiquetschen. Ja. Das geht. So, dann hätte es gesagt, der Crushed Stone geht hier rein. Und dann nehme ich jetzt meinen Crystallizer. Und den jage ich jetzt sozusagen darüber. Und der macht jetzt sozusagen aus dem Mineralized Water meine ersten Erze. Und jetzt bauen wir uns noch den zweiten auf. Verpacken den auch. Mit Luft und Liebe. Weil er es kann. Und dann crushen wir mal unser erstes Material durch. Ja, okay. Wobei, ich hätte jetzt am Anfang gesagt, wir hauen wirklich alles in den Liquifier rein, dass wir unser Haupterz am Anfang bekommen. Und, et voilà, wir haben die erste Sache gelernt. Ja, dann hätte ich gesagt, wir gleich starten gleich mit der nächsten. Das heißt, wir brauchen jetzt 5 Basic Circuit Boards. Diese 5 Circuit Boards. Das Factorio NEI. Not enough items. Vermutlich wird es auch hier so heißen. Wir möchten jetzt diese Circuit Boards herstellen. Circuit Boards ist eigentlich für mich Elektronik. Basic Circuit Boards. Jawohl. Herstellen. Das heißt, wir brauchen jetzt Woodenboard und Kupfer. Okay, Kupfer stellen wir mittlerweile her. Für das Woodenboard brauchen wir Paper. Paper brauchen wir Zellulose. Für das Zellulose brauchen wir Zellulose und Alginic Acid. Und das macht man mit Braunalgen. Und das macht man mit Saline Water. Und das in einem Hydroplant. Gut, dann hätte ich gesagt, dann bauen wir mal ein Hydroplant. Kleine Gerät. Jetzt wisst ihr auch, warum ich kleine Gerät gesagt habe. Weil es nicht klein ist. Und wir wollen jetzt sozusagen Saline Water herstellen. Das heißt Saline Water und Purified Water. So, dann brauchen wir auch noch einen Clarifier. Dann lasse ich den mal arbeiten. So, und jetzt muss ich gucken, wo ist das Zeug, das ich nicht brauche und wo ist das Zeug, was ich brauche. Denn wir möchten uns eine zweite kleine Maschine bauen. Ich nehme mal gleich den Pfosten raus, vor lauter klein. Zwei kleine Maschinen nebeneinander. So, das ist soweit richtig und wir brauchen Braunalgen. Also das heißt, wir brauchen jetzt Saline Water. Das ist momentan hier und das andere ist da. Wir haben ja gelernt, Steuerung Shift und R. Und wir haben die Ausgänge getauscht. Das heißt, das geht dann da rein. Ist aber zu wenig. Und das Klärwerk stelle ich dahin. Das lassen wir jetzt sozusagen dieses Wasserchen weghauen. So, wir sind jetzt bei einer Produktion von ca. 1,2 Megawatt und haben mittlerweile fast 1 kW im Verbrauch. Also das heißt, ich kann da auch nicht mehr sehr viel dranhängen, bevor das sozusagen den Strom kappt. Ich habe zwar noch ein wenig was, aber ihr seht selber, Landmasse wird langsam wenig. Und das heißt, jetzt ich schmeiß das mal da rein.
Und das Crushed Stone schmeiße ich hier rein. Und ich brauche ja dieses nette Zeugs hier. So, das heißt, die Braunalgen nehme ich jetzt mal raus. Dann macht er mir hier schon mal 4 Stück. Aber das sind, glaube ich, keine 4, das sind, glaube ich, 20. Nein, das sind nicht 20, das sind nicht 10, was er macht, sondern es sind 2, was er macht. Okay, dann haben wir 8. Dann habe ich das auf jeden Fall auch geschafft. Dann kann ich nochmal hingehen und sagen, er soll mir bitte 20 Zellulose machen. Auf jeden Fall ewig. Und wir starten auf jeden Fall die nächste Forschung. Wie gesagt, 5 von den Basic Circuit Boards. Die wollen wir auf jeden Fall noch schaffen. Und wir brauchen 2 davon. Das ist sehr schön. Das nicht reichen. Und wir kriegen 2 raus, wir brauchen 5, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall da auch noch einen. Dann sind wir bei 10 und 40. Dann kriegen wir auf jeden Fall unsere Eimer raus. Okay, ich glaube, aus einem Eimer macht man genau 20 Stück. Aus den 20 und aus 2 Eimern macht man 4 Paper. Das wird eine ganz schöne Rechnerei. Also ich bin mal gespannt, wann ich zwischen Factorio und GT durcheinander komme. Und ja, ich bin ja irgendwie der Meinung, dass die zwei sich voneinander inspiriert haben. Also Gregorius und Bob bzw. Angel. So, das heißt, wir haben da schon mal jetzt auf jeden Fall meine 10 Stück. Und das heißt, ich kann jetzt davon 2 machen und davon dann auch 20 herstellen. Kann ich da draus Wooden Boards machen. Wenn ich jetzt da noch genügend reinschmeiß und mir die Sachen da hinten auch raushol. Sehr schön, wir haben schon die 200 überschritten. Nein, und ich kann noch keine Greifarme mehr oder sonst was bauen. Aber das wollen wir auf jeden Fall machen. So, und ich habe doch, glaube ich, noch einen Ofen. Nein, ich habe keinen Ofen mehr. Dann hätte ich gesagt, ich brauche auch. Stimmt, weil der Ofen ist hier drauf gegangen. Da war was. So, also auf jeden Fall, der da kann genügend herstellen, um den zu versorgen. Bin ja mal gespannt, weil den braucht man im nächsten Schritt, wenn man bei den Grünen ist, braucht man ja die nicht mehr. Wird auf jeden Fall interessant. Wird es auch umgebaut, das da kommt wieder weg. Sozusagen nur so provisorisch da bis der nächste, übernächste. Also diese hier fertig ist. Beziehungsweise, da müsste er in der nächsten, im nächsten Technologiebaum mit freigestellt sein. So, ich sehe gerade was. Das ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. Wieso sehe ich das jetzt erst? Das ist nicht schön für euch. Ich schieb das mal nochmal.
lieber seht ihr oben ein Stückchen weniger als unten, aber ihr könnt jetzt unten wenigstens alles sehen. Beim Teil der nächsten Folge ist das ausgebessert. Ja, eine Antwort. So, Brautalgen habe ich auf jeden Fall jetzt genug. So, dann brauchen wir wieder natürlich Zellulose. Wenn wir möchten, das Zeug ja weiterhin haben. So, und hier muss ich es auch schmelzen. Denn wir brauchen Kupfer. Ganz dringend. Eisen brauchen wir momentan noch nicht. Aber ganz dringend. Kupfer. Für die Platten. Ja, dann lasse ich mal auf jeden Fall schon mal die Wooden Boards bauen. Das ist wieder ein, das ist 1 zu 2. Also, oder 2 zu 1. 2 Papier ist ein Wooden Board. Ja. Und das heißt für mich Elektronik. Braucht, glaube ich, sogar nur eins. Ja, man hat ja welche, aber ich glaube, die muss man bauen. Genau. Craft one, genau. Nicht have one, das haben wir schon, sondern zu zerstellen. Was wir jetzt gerade sozusagen tun. So, und die restlichen Steinchen, die ich jetzt erstmal habe, die werden sozusagen jetzt in umgearbeitet in Landmasse. Es wird halt am Anfang sehr witzig werden, weil sozusagen die zwei Blöcke sich halt schlagen drum. Der da will. Aus dem Zeug wird halt das da, also Eisen und Kupfer, genauso wie da draus halt auch Landmasse wird. So. Dann wie gesagt, lasse ich das jetzt mal einfach sein. Das war hier. Dann haben wir unsere Circuits. Und dann fangen wir hier mit der Erforschung an. Und jetzt können wir hingehen. Jetzt reiße ich das da ab. Interessiert mich momentan nicht. Das reiße ich mit ab. Jetzt wird einer sagen, ja, um Gottes Willen, du hast die schönen braunen Algen kaputt gehen lassen. Also, bis jetzt ist das Zeug mir lästig. Und das grüne Zeug brauche ich jetzt. So, wir können das grüne Zeug auch herstellen. Das heißt, ich nehme jetzt meine schöne Farm und mache da draus grün. Ich sage aber ihn, er soll bitte noch das Wasser einfüllen. Und jetzt dauert es halt, bis der das erste Mal durchgelaufen ist. Was habe ich denn für eine schöne Farbe? Nicht meine. Meine Lieblingsfarbe ist nun mal blau. Eine Art Königsblau, wobei ich habe eigentlich mehrere Lieblingsfarben. Ich habe auch so ein schönes, richtig kräftiges Rot, also nicht sozusagen dieses Rot und dieses Rot gleich zweimal nicht, sondern das ist bei mir immer ein wenig kräftiger, so Weinrot, glaube ich, schimpft sich das. Ja, das geht halt mehr dann eben in so eine Richtung. Und nicht in Zone, weil das wird dann wieder wer so wenn man so ein bisschen Fußballfan ist, ja, ich komme aus Nürnberg, für die es noch nicht wussten, und ja, und ich habe mich halt auch für den Verein, wo ich lebe, da schlägt auch mein Herz ein bisschen für.
und genau, da kann man halt sagen, ja, normalerweise hat man noch eine schwarze Leiste und dann wird es besser. Mit RGB ein bisschen umspielen, aber das ist ein schön, nehmen wir ein schönes Blau. Ja, aber wie gesagt, dieses Weinrot von den Club-T-Shirts, von den Heimtrikots, das ist so auch ein schöner Farbton, der wo mir gefällt. Ein schönes Königsblau. So, ich stelle ja gerade sozusagen jetzt auch diese grünen Algen her. Und diese grünen Algen haben auch einen Vorteil. Denn diese grünen Algen kann ich in der Herstellung jetzt zu Zellulose verarbeiten. Ne? Weil jetzt sage ich auch klipp und klar, das ist erstens, man kriegt mehr raus in derselben Zeit. Und zweitens aus Luft, ja. Ne, ihr wisst ja, was ich dazu gesagt habe. Okay, das heißt, wir stellen jetzt da weiter das Zeug her. Und wir haben Wissenschaftspakete. Und, oder, nee, ich muss jetzt ein Labor herstellen. Genau, das Labor machen wir auch gleich. Das muss ich mir. Ach, schon sind wir durch. Perfekt. Und wir können uns die Basic Automation ist die nächste Forschung. Ja, und jetzt kommt's halt, ne? Jetzt brauchen wir das ganze Zeit das liebe Kupfer, um an Forschungspäckchen ranzukommen, weil wir möchten uns ja weiterentwickeln. Wir möchten ja nicht auf der Stelle stehen bleiben. Gesagt, ich bin gerade beim neuen Bactorio. Ich habe jetzt auch wirklich eine Zeit lang sehr wenig Zeit gehabt, überhaupt mal zu spielen, wegen Arbeit, Privatleben und alles drum und dran. Das ist gerade ein bisschen komplexer bei mir geworden. Und deshalb bin ich auch nicht so viel zum Zocken gekommen. Aber Factorio, wisst ihr ja selber, hat mich schon immer interessiert und vor allem solche Packs, wo man halt auch ein bisschen dann am Schluss mitdenken muss. Und das ist ja auch das, was der Reiz ausmacht. Darum spielt man ja auch solche Packs. Wäre auch ein bisschen schizophren, finde ich, wenn man es sagt, ich spiele sowas nur, weil ich ja mich leiden lassen will dahin. Mich interessiert es ja und mich gefallen sowas, solche Strukturen aufzubauen. Aber wie gesagt, mit diesem 1.0 habe ich noch, also seit es diese Umstellung gibt, habe ich noch nicht sehr viel gemacht. Also ich will mich da auf jeden Fall auch mit noch auseinandersetzen. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Tricks habt, einfach in die Kommentare schreiben. Freue ich mich drauf, dass es auch sagt, ey, ja, du, das ist ein, mach das und das, das hilft dir am Anfang auch. So, das sind auf jeden Fall die nächsten zwei Forschungen, die wir brauchen. Dann kommt jetzt hier das nächste rein. Und jetzt ist die Frage, genau, jetzt habe ich nämlich meinen ersten Greifarm. Und die Brotbox war hier. Holz haben wir nicht, aber ich habe Eisen. Ich muss halt am Anfang ein wenig aufpassen, wie ich am Verbraten vom Eisen. Was ich ja richtig, ja, war klar, dass ich den da hinsetze. So, wir machen das mal hier hin. Und durch Bob kann man ja einstellen, wo er rausgeht und wo er reingeht. Was ich mittlerweile ja auch gelernt habe, ist, wenn man den sozusagen auf nur 90 Grad einstellt, statt auf 180, dann arbeitet das Ding doppelt so schnell. Ist ja auch irgendwie klar, weil er muss ja nur klick, 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 fertig. So, das heißt für mich, ich kann das Zeug rausnehmen, das Zeug reinnehmen und daraus jetzt wieder schöne neue Produkte
herstellen wie das nächste, die nächste Zellulose. Und die Zellulose kann ich dann auch zu Woodpellets verarbeiten, die eine längere Brenndauer haben. Das wird jetzt unser nächster Schritt sein. Das heißt, wir gehen mal runter auf bis zu 3. Jetzt kriegen wir aus. Jetzt haben wir sozusagen aus ein Megajoule. Ein Megajoule, glaube ich, entspricht ja auch ein Megawatt. Nicht schlagen, falls es falsch ist. Eher erklären, falls es falsch ist. Aber ich glaube, das Verhältnis ist, glaube ich, 1 zu 1 Megajoule zu Megawatt. Also das heißt, ich habe hier 1 Megawatt und mit denen habe ich 8 Megawatt, was ich verbrennen kann. Also sozusagen, wenn ich jetzt diese Maschine hier antreiben würde, würde das 8 Megawatt entsprechen. Und ja, wie es da genau gerechnet wird, also ja, wie gesagt, Erklärungen unten rein. Was ich empfange, Käse zu erzählen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal 12 Wood Pellets. Jetzt gibt es ja noch die Wood Bricks. Aber die da haben 8 Megajoule. Wie gesagt, die haben 1 Megajoule. Aus einer Grünalge. Wir machen jetzt mal schnell den Test auf. Auf Example. Ich habe jetzt 5 Stück einstecken. Das war sehr schön. Ich habe jetzt 10 Stück einstecken. Das heißt, ich habe jetzt auch die Zahl, die man braucht. Also, die da ergeben nichts. So, aus 10 Stück mache ich jetzt. Ich muss mir noch meine Kiste bauen. Genau. Eisen verschwenden. Ist momentan am, ist halt so, aber ich will auch die Kiste auf jeden Fall brauchen. Ich hau jetzt mal alles weg, was mir jetzt gerade einfällt, was ich nicht brauche. Das kann mal schon mal alles weg. Das bleibt erstmal alles noch da. Aber dich möchte ich auch weghaben. Und dich möchte ich auch weghaben. Also, wir haben aus 10 Grünalgen bekommen Bier. 5 Zellulose. Also das sind jetzt 5 Megajoule. Das heißt, ich brauche jetzt von dir 20. Das heißt, ich kriege dann nochmal 20. Ich weiß, ich bin verrückt, aber ich möchte ja sozusagen was nachrichten. Also, machen wir es gleich nochmal. Also, 20 davon ergeben 5 davon. Hoffe ich. Nochmal drauf. Aus 1 wird 12. Jawohl. Und aus 12 davon kommt als 1 davon raus. Ne, 2. Also, das heißt, wir machen aus nichts. Also aus Algen, sozusagen. Die Algen werden aus dem Meer gewonnen. Und die werden dann luftgetrocknet oder hast du nicht gesehen. Wird halt Zellulose draus gemacht, wo wir sozusagen 12 Megajoule bekommen.
Oder wir brauchen 12, also wir könnten davon 12 Megajoule herstellen. Und aus diesen 12 Megajoule machen wir durch eine weitere Pressung. Ich stelle mir das gerade witzig vor, wie das Männchen dasteht und feste drückt. Und davon kriegen wir dann 16 Megajoule raus. Also das heißt, wir haben jetzt sozusagen von hier nach hier einen Gewinn von 4 Megajoule. Ist es nicht die Welt, aber man hat ein bisschen Gewinn. So, und wenn man jetzt halt nochmal guckt, es gibt jetzt halt auch die Woodbricks, das heißt, aus 8 von diesen kann ich jetzt einen von diesen machen. Wie gesagt, ein kleines Aber. Wie man sieht, hier steht nichts von einem Brennwert dort. Sondern das ist einfach nur ein Zwischenschritt. Ich glaube, bei einigen Modpacks hat der auch einen Brennwert. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Hier auf jeden Fall nicht. Das heißt, nicht umcraften auf das. Sonst hat man sein Pulver sozusagen verschossen. Also, man hat es sozusagen auch. Na. Mal gesehen. So, das heißt jetzt, wir haben in der ersten Folge uns aus Wasser produzieren wir gerade wie die Weltmeister Slack. Zwar so viel, dass ich es gleich vergesse, rauszutun. Und daraus produzieren wir wie die wahnsinnigen Erze. Und natürlich auch Landmasse. Aber ich jetzt auch mal den einen da rein und den anderen laufen lassen. Gut. Dann haben wir sozusagen, genau, dann stellen wir halt diese Erze her. Und als zweites haben wir eine Braun- beziehungsweise jetzt eine Grünalgenproduktion, die uns sozusagen dann auch uns noch das die Zellulose herstellt. Ja, das war sehr schön, das war genau das falsch rum. Hervorragend, habe ich gut gemacht. Aber kennt man ja nicht anders. Ja, dann stellt man das bitte her. Genau, so, und dann heißt es, wir haben auf jeden Fall auch hier fleißig was getan. Wenn ihr noch Anregungen, Tipps, Tricks habt, wie gesagt, kann ich nicht oft genug sagen, ab in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Hoch, da vor allem. Wenn die Folge euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch eine Kritik unten rein. Wenn es geht, bitte in einem freundlichen Ton. Alle anderen werde ich gekonnt ignorieren. Und ja, sonst, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich natürlich auch über ein Abo für meinen Kanal freuen. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.